Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Howie 4. Wir sind im Jahre 1915 und wir bauen die Sozialistische Republik von Deutschland wieder auf. Also quasi DDR. Indem wir Stück für Stück alles zurückerobern, was der Russe mit seinen unfassbar interessanten Verhandlungen, mit seinem unfassbar interessanten Verhandlungsgeschick hier aus Deutschland rausgeholt hat. Also Sachsen oder Bayern, das irgendwie jetzt zu Österreich gehört und so weiter. Danke, Elek, nochmal an der Stelle dafür. Weil wir leider einer größeren Gefahr gegenüberstehen, und zwar dem faschistischen Italien. Also, die vor uns hat erst noch gefeiert, jetzt. ja, ich kann ja nicht schuld sein. Ich bin das schwache Frankreich. Und wir haben ja gelernt, wenn jemand schwach ist, dann hat er immer recht, weil er dann in der Opferrolle steht oder so. So funktioniert es also, doch heutzutage. Ist die gesamte AfD immer recht? Nee, eigentlich war das eher auf was anderes bezogen. Aber auf jeden Fall. Israel und Palästina. Ja, genau. Auf jeden Fall bin ich unschuldig, weil ich bin der Schwache in der Geschichte. Deswegen ist Russland schuld. Hat er recht. Genau. Es ist eine gute Idee, das muss man auf ein Plakat schreiben. So, wenn ihr was gegen mich sagt, dann diskriminiert ihr mich, weil XY. Weil du einen kleinen Penis hast. Zum Beispiel. Oder keine Ahnung. Findet man ja viel. Weil du aus Baden-Württemberg kommst. Zum Beispiel. Ich bin wie Manni neulich. Das ist ein guter Grund, jemanden zu mobben. Wenn man sprachbehindert ist, natürlich, ja. Ja. Ich könnte jetzt Japan den Krieg erklären. Nee, bitte nicht. Nein. Je mehr Fronten, desto besser. Na, hättest du mal die Dockyards weiter ausgebaut? In Frankreich wird invasiert, die landen im Hafen. Mhm. Ja. Im Hafen? Le Havre. Ohne Hafen. Ja, Moment, ich komme. Ich würde mal meine neue Division ausprobieren. Jo. Ich denke nicht, dass die Briten da durchkommen. Ich habe da ein, zwei Truppen, mit denen ich das ganz gut wegbekomme. Italien, Gefahr, das passt nicht so. Ja doch, Italien, waren die eigentlich neutral im Krieg? Ja. Ja, die konnten sich in Ruhe aufbauen, das ist also ein bisschen das Problem. Nein, die haben sich an der Niederlande runtergegrindet. Okay, perfekt. Ich meine an Lirie. Was der Bot nicht tut, empfehle ich euch übrigens, Twitch zu benutzen. Da wird er wahrscheinlich tun, außer da tut er auch nicht, dann kann ich nichts machen. Da ist der Bot wahrscheinlich gerade ein bisschen am Arsch. So, jetzt können wir gleich mal schauen, wie gut eigentlich meine Einheiten hier sind. Also, mit ziemlicher Sicherheit deutlich besser als... So, perfekt. Ja gut, das sieht ja schon mal besser aus. Ja, okay, die Divisionen von Alex sind nochmal ein bisschen stärker. Was machst du in Frankreich? Nix. Ich verstehe gerade nicht, warum ich so viel Attrition unten habe. Ja, moin. Scheiß auf, dann ziehst du eine Armee ab. So, 16 neue Divisionen. Damit kann man doch mal arbeiten. Zitat Heiko Forche. Ich werde keine einzige Division mehr haben, als ich jetzt Heiko spawnt 16 Divisionen. Aber das sind die billigsten, die ich nur... Also, die sind wirklich sehr billig. Und ja, ich sollte die vielleicht mit strategischer Verlegung darunter bewegen. Die sind alle, also wirklich, die Divisionen hier in dem Spiel sind so teuer. Ja. Also vom Supply, also vom Nachschub her ist es ja grauenhaft. Das ist ja auch der Kaukasus. Hab ich mich schon verlegt. Da kämpft man nicht. Das ist eine verlorene Schlacht. So. Damit sollten die Küsten halbwegs gesichert sein, theoretisch. Ja, sind gesichert. Also halt, sofern KI irgendwo landet. Wenn menschliche Spieler irgendwo landen, wird es schwierig, aber KI sollte nirgends Spieler, durchkommen. Wenn menschliche Spieler landen, bist du tot. Ja, richtig. Wir haben sowas ähnliches wie Truppen gegen die Niederlande. Ich habe nur, nachdem ich halt eben gesehen habe, wie stark Alex Truppen sind, die Befürchtung, dass meine Truppen gegen die Niederlande überhaupt nichts ausrichten können. Und ja. Dann fällt mir ein, theoretisch sind meine Gebirgsjäger zu gut, um sie hier abzustellen. Dann würde ich die tatsächlich woanders reinziehen. Dann schieße ich hier rein. Oh, fuck it, die kommen hierher. Also, ich tue jetzt diese 24 noch eine Armee billige Einheit. Halbieren, weil so, die werden in Deutschland stationiert, wie man es als gute Russe macht. Ja, sehr gut. So.
Jetzt ist alles irgendwie garnisoniert oder so. Ach, das wird eine Katastrophe. Ich glaube, irgendwie, wir überleben in dem Krieg nicht sonderlich lang. Wann greift ihr jetzt eigentlich Österreich an? In 130 Tagen. Nee, die Streiks sind nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, die Streiks werden nie vorbei sein. Das Problem ist, dass alle Franzosen streiken und das seit über einem Jahr, wahrscheinlich schon seit 2 Jahren. Das kann eine Volkswirtschaft nicht überleben. Mein Template ist absolutes Billig-Template, hier einmal mit 20er-Division, weil ich habe nichts und mein gescheites, mein La Baguette du Boom, das ist eigentlich ganz gut. War das gerade? Das ist eigentlich ganz gut. Ich hab da nichts. Warum mache ich immer noch Minusgewehre? Wo fresse ich denn bitte Attrition? Gute Idee, das mit den Angriffslinien. Da muss ich jetzt aber kurz alles mal neu organisieren. Nee, ich kotze. So, dann nehmen wir die 5 raus. So, dann haben wir nämlich jetzt genau hier. So, jetzt können wir mal kurz... Ja, alle Fronten löschen. Dann nehmen wir die 24. Und die da rein. Packen da. Da brauchen wir einen guten General. Haben wir noch irgendwo? Da. Der ist zu gut. Kann sein. So. Nehmen wir jetzt den guten General. Der kommt hier rein. Die 5 Truppen. Die lassen wir da auch mal stehen. Die kommen auch woanders hin. Die 7 hier. Da machen wir hier unten auch einmal. Eine neue. Genau. Machen wir das wie folgt. So. Da sollten wir natürlich dann, wenn möglich, auch einen hohen Verteidigungswert nehmen. So. Jupp, die 5, die übrig bleiben, die kommen irgendwo hin. Hier lassen wir da stehen, da war noch Artillerie. Okay. Also die würden dann wahrscheinlich hier Sinn machen. Nur, dass wir die da stehen lassen. Ups. Ich verstehe. Hat für mich Monate, wenn nicht Jahre gedauert, um innerhalb einer Armeegruppe mehrere Befehle zu geben. Also dass es funktioniert, halbwegs zumindest. Der Jungs-Sozialist ist wieder da. Perfekt. So, damit haben wir die Truppen jetzt überall halbwegs sortiert. Warte, was? China ist... Was? China ist uns gerade gejoint. Wir sind jetzt im Krieg mit Japan. Wer hat das angenommen? Ich nicht. Das muss ein automatisches Ding sein, es passiert. Uff. Ja, gut. Ja, also wir halten uns aus dem Krieg raus, ja. Also ich finde es gut, dass Sachsen hier einen Weltkrieg ausgelöst hat. Ja gut, ich meine, noch bin ich nicht im Krieg mit Japan. Ich habe eine Frage. Ich dachte, Japan sollte sich raushalten. Ihr habt China in die Dings eingeladen. Wir haben China nicht angenommen. Also wir sind automatisch reingegangen. Sorry. Ja gut, aber jetzt erklärt dann halt wenigstens Japan nicht den Krieg, weil ansonsten war das etwas... Wir haben nicht vor, Japan den Krieg zu erklären. Ja. Achso, ja gut, ja. Dann. Wir wollten das nicht, wir waren gerade selber so, what the fuck, was macht China da? Wir haben doch gesagt, wir wollen uns da raushalten. Halt weg, damit hier ein bisschen Balance in die Runde reinkommt, weil Japan ist halt, also, ich nenne es mal so, Japan ist jetzt nicht gefickt, aber halt schon vergewaltigt, ne? Ist so am Arsch wie Frankreich oder geht's noch? Besser, viel besser. Also ich sehe Japans Fabrikenzahl, die sind wesentlich besser. Nee, eigentlich nicht so wirklich. 18 bis 22 Militärfabriken, 32 bis 42 Zivilfabriken, 13 ja, bis 17. Ja, das ist so ziemlich genau das, was Frankreich hat. Aber ja. Frankreich kann nur die Hälfte davon nutzen, maximal. Ja, bedenke, ich habe Streik. Ich kann nur die Hälfte meiner Fabriken also, nutzen. Japan ist wesentlich. Das ist ein Problem, aber gut. Aber wir werden jetzt hier China holen, damit seid ihr einverstanden. Eigentlich nicht. Japan darf China holen, aber USA beitritt China, finde ich jetzt irgendwie unfair. Ja. Ja. Ich nicht. Der feuchte Traum eines jeden Trumps, China holen. Ja, ja. Also dann können wir jetzt auch den Weltkrieg auslösen und ich marschiere mit dort unten.
Ja, du kannst ruhig mit in China einmarschieren, so ist nicht, aber... Nein, ich meine jetzt eher, dann marschiere ich nach Japan. Das steht nicht zur Debatte. Wenn die USA Japan hilft gegen China, was am Boden liegt, dann hilf ich China mit. Oh mein Gott, ja gut. China hat also, jetzt schon schau dir mal bitte den Fabriken-Count von China an. Und ja, die Division. Geht ja halt nur darum, dass man das jetzt hier... schafft Japan. Außerdem, ich bin nicht so oh, Bayona, vielen Dank. Dass Japan hier irgendwie in der Zeit schafft, um noch irgendeinen Impact auf... Gut, solange wir hier diskutieren, gehe ich mal kurz auf den Chat ein. Also wie erwähnt, die werden da jetzt aushandeln, wieso, weshalb, warum. Ja, ich meine, ich finde es eigentlich ganz lustig, wenn so eine Runde leicht außer Kontrolle gerät. Da haben immer die besten Kriege entstanden. Wie viel Land hat Game Boy in Schottland? Nur nichts, aber das wird dann vielleicht dieses Wochenende erledigt. Ich muss mir nur ein Video aufnehmen, bevor ich ihm sein Paket schicke. Doch, ich lese fast alle Nachrichten. Ich, ja, okay, manchmal übersehe ich sie, aber im Regelfall, ProZ has been deployed, Video consumes armor content. Tatsächlich, jetzt auf einmal, wenn alle beim Essen fertig sind und so weiter, kommen mehr Leute. Oh, vielen Dank. Ah, jetzt kamen die 99 Cent, perfekt. Kaum verzögert, aber vielen Dank. Ja, Calais gehört zu Niederlande, weil ich mich aussehen verklickt habe. Also legit, das war ein bisschen ein Problem. So. Ja, Beat Schnabel, keine Angst, es gibt ja jetzt Krieg. Das ist ja... Ich verstehe auch nicht, warum wir keinen Krieg haben. Leute, können wir jetzt dann einfach den Krieg erklären? Ich dachte, wir wollen warten. Hey, wir warten... Ich wollte am 1. Januar 1915 anfangen. Wir haben August. Kurz zu... Das Spiel wurde für Volk gebalanced. Unser Bündnis hat mehr Truppen, die Feinde haben mehr Wirtschaft. Mit jedem Tag, mit dem wir warten, werden die Gegner stärker. Ja. Ich wollte deswegen nicht Day One angreifen, weil die dann direkt aufs Maul bekommen hätten. Aber wenn wir jetzt noch ein paar Monate warten, müssen wir den Krieg gar nicht mehr anfangen, weil das ist nur instant tot. Heiko, es zählt hier, wer mehr Truppen hat. Nee, also, jetzt, es ist ja egal, was, Alec, es ist egal, was nein, zählt. Nein, nein, du erklärst jetzt halt den Krieg so schnell wie möglich. Wenn eine Division mit einem Combat Wolf hat, das sind 100 Divisionen, Heiko. Das ist zu stark. Ja, genau. Aber wir, ich würde dafür plädieren, dass du jetzt so schnell wie möglich den Krieg erklärst. In 165 Tagen erkläre ich ihn nämlich der Niederlande. Wäre cooler, wenn du das davor machst. Oh, ich soll jetzt der Türkei den Krieg erklären. Ja, so ziemlich. Also würde sich halt langsam sicher echt anbieten. Ich würde gern erstmal. Ah, gut. Und du musst ja nicht reinkommen. Wäre aber cool, wenn du es tust, dann können wir die Niederlande direkt überrennen. Die Niederlande hält euch auf. Ja, ich befürchte halt auch. Niederlande Endgegner. Plädieren für den Endsieg. Heiko, ich möchte mich beschweren hier. Warum? Ihr sagt, es gibt keinen Krieg, bevor der Brite nicht drin ist. Was ja, wenn der Brite aber halt seit über einer Stunde nicht da ist. Ja, der Brite, ja, wenn der. Der Brite gar nichts. Ihr müsst einfach eine einer Infanterie. Ja, und jetzt heulen wir nicht rum. Das ist jetzt halt, wie es ist. Und fertig. Was sollen wir denn machen? Was wäre denn die Alternative? 3 Stunden lang hier sitzen und nichts tun? Die Alternative ist scheiße. Also, einen Spieler reinzusetzen nach England. Wenn wir halt keinen haben, man muss halt manchmal im Leben mit dem arbeiten, was man hat. Wir haben schon gesagt, 1. Januar. Wir haben gesagt, 1. Januar. Jetzt ist August. Wir hatten gesagt, bis der Brite drin. Ja, weil der Brite gesagt hat, er kommt in einer halben Stunde wieder. Und ich lasse jetzt auch nicht mit mir diskutieren. So, Thema erledigt. Das ist jetzt halt, wie es ist. Ah, Gott, so, es geht mir mal auf den Sack. Oh. Jetzt sind wir auch mit der Niederlande im Krieg. Dann marschieren wir da jetzt halt nicht instant ein. Ich müsste noch jemand einladen. Ich dachte, du wolltest nicht. Oh, doch, doch. Jetzt ist er noch ein bisschen spitz geworden. Also. Ja, auf die Benelux-Staaten hat er dann noch ein Auge geschmissen. Also darf ich da jetzt einmarschieren, oder? Nee, wir warten mal noch kurz, weil der Niederländer wohl nicht vorbereitet war, aber das ist trotzdem... Immerhin, bis jetzt ist noch niemand irgendwo durchgerannt. Ja, weil ist auch noch kein... Ja, egal. Das ist das Problem, wenn man in einem Spiel mal anfängt zu skripten,
Also sagt, okay, wir machen so und so und so, was man halt manchmal muss, damit was passiert. Und dann die Leute das Skript zu ausnutzen quasi. Also zum Beispiel, was ja früher ganz beliebt war, wenn quasi, ich nehme jetzt mal alles an, wenn man gesagt hat, ja, wir erklären keinen Krieg bis 38 und dann haben alle WandaVision. Auf eine Spanien-Front. Ja, ich habe eine Spanien-Front. Und dann haben die Leute WandaVision-Training gemacht, weil sie ja wussten, dass sie nicht angegriffen werden können. Und haben dann quasi diese Regel komplett ausgenutzt. Sowas ist halt dann scheiße. Und man sollte sich natürlich bei sowas dann nie zu 100% darauf verlassen, dass jetzt genau das so passiert. Das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Man sollte ja trotzdem optimalerweise so spielen, als ob immer Krieg entstehen könnte. Und nicht sagen, ja, okay, wir wissen ja, das ist das Kriegsdatum, da bauen wir jetzt darauf hin. Klar, das macht natürlich ständig jeder. Das kann man auch nicht vermeiden, so ganz. Aber man soll es halt nicht bis zum Ende ausreizen. Portugal fällt gerade. Ja, natürlich fällt Portugal. Oh nein, Portugal. Sollen wir nur ohne Portugal machen? Hey, er hatte große Pläne in Südamerika. So, der Niederländer hat alle Truppen an allen Frontabschnitten, jetzt kommen wir angreifen. Da eigentlich ein Fluss dazwischen, ich sehe es nicht wegen dem Frontabschnitt. Wahrscheinlich ist ein Fluss dazwischen. Ja, zu Niederlande sind überall Flüsse dazwischen. Deutschland nicht. Ja, bei mir aber. Also bei mir, meiner Front. Das ist ein Fluss. Ich vielleicht sollst du lieber meine Division angreifen lassen, die ist ein bisschen... Hast du meine angeguckt? Das ist die 14-4er. Nee, ich meinte jetzt... Achso, nee, das bist du. Boah, das ist ja lustig. Wenn die Briten da angreifen, das kann einfach nur Army Experience bis zum... Dann lässt du bitte mich angreifen. Unfall. Könntest du bitte die Angriffe abbrechen? Ja. Obwohl, ich hätte eigentlich gerade am durchbessen. Na, was machst du denn hier überhaupt in Niederlande? Mach dich fort. Na, ich brauche eine Riesenfront, ansonsten funktioniere ich nicht. Eine Frage, wieso haben wir immer noch nicht Österreich zurückerobert? Weil die siehst du, wie lange du hier brauchst? Heiko, das sind aber auch nur zwei oder drei Provinzen in der Niederlande. Ach so, ja gut. Also Entschuldigung, dass ich existiere und atme, sehe ich gerade. Ja, dann zieh durchs, Meister. Dankeschön. Weil ich jetzt die einzige Provinz eingegriffen, die Bunker hat. Ne, die haben alle Bunker, okay. Zumindest bei dir da unten, ja. Ja. Ja, ich greife jetzt eigentlich auch primär an, damit die halt beschäftigt sind. Durch. Lol. Als ob ich damit durchkomme. Ja, okay. Das ist übrigens der Grund, warum Verteidigungswert eigentlich ab einem gewissen Punkt ziemlich irrelevant ist. So, wenn ihr halt den Verteidigungswert nicht erreicht, dann ist das halt so, aber das ist kein Beinbruch. Also wenn du. Lol. Verteidigungswert ist dann irrelevant, sobald eine Schlacht über einen gewisseren Zeitraum geht. Also Verteidigungswert ist dann irrelevant, wenn du ihn halt nicht erreichst. Also wenn du halt 1000 Verteidigung hast und der Gegner 1000 Soft-Attack, dann bringt dir halt 1500 Verteidigung quasi keinen Mehrwert. Wieso kommen wir da durch? Okay, jetzt weiß ich, warum der Niederländer so angepisst war. Aber trotzdem. Vielleicht die ein oder andere Einheit dafür abstellen, um die gelandeten Einheiten auszuschalten. Aber meine Front ist noch nicht am Arsch, das ist tatsächlich ein Wunder. Schön ist, wie ich immer bessere Mörser und so weiter erforsche, während ich die vorhandenen eigentlich gar nicht, also während ich die nicht benutzen kann, weil meine Truppen einfach zu schwach sind. Also ich meine, weil meine Wirtschaft zu schwach ist, um sie zu produzieren. Ein kurzes RIP an Heiko an der Stelle. Ja, egal, ich habe ja die Hoffnung, dass der Streik irgendwann mal aufhört. Auf. Was ist ja Weißen Frieden? Achso, ja, mit England, ja gut. Das ist ja ein anderer Krieg, oder? Ach, ich dachte gerade. So. hey, Portugal, Weißer Frieden, Portugal existiert nicht mehr, lol. Spanier greift an. Nee, er greift noch nicht an. Kann ich da angreifen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann hier angreifen. Okay, ich micro hier jetzt nicht so gut. Keine Ahnung, ich habe lustigerweise keine Ressourcenprobleme, aber es liegt auch daran, weil ich eine viel zu schwache Wirtschaft für irgendwas habe. Wieso habe ich jetzt mehr Industrie als vorher? Franzosen streiken immer noch. Komm schon, welches Volk streikt am Anfang eines Krieges? Solche Vaterlandsverräter. Ja, okay, jetzt ist KI, jetzt ist er tot. Aber ich weiß nicht, was haben die denn erwartet? Auf was haben die denn gewartet? Ich meine, wir haben denen jetzt
dreimal so viel Zeit gegeben, wie wir ursprünglich angekündigt haben. Und das einzige Problem war, dass der Brite nicht da war. Aber dafür haben die den Amerikaner. Und der Brite hat sowieso aktuell... Ja, okay, der hat schon ein paar Truppen. Aber was hätte der machen sollen? Ja, okay, er hätte vielleicht die Niederlande zum gewissen Punkt verteidigen können. Aber trotzdem, die haben ja sonst auch genügend Truppen. Wir können halt nicht ewig lang warten, weil dann kriegen wir aufs Maul. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann kein Nieder... Also, es ist natürlich immer schwierig, wenn man einen Spieler nicht hat. Aber es ist nun mal problematisch, mitten im Projekt dann auf einmal nochmal einen Spieler, vor allem für sowas wie Großbritannien, herzuholen. Weil du findest halt keinen so schnell. Das ist immer ein bisschen das Problem. Frage ist, wie sieht es eigentlich an den anderen Frontabschnitten aus? Also, dass die Niederlande jetzt GG ist, ist ja klar, aber haben wir sonst wo irgendwo eine Chance durchzukommen? Wie sieht es beim Osmanen aus? Ja, gleich. Okay. Ich mach nur kurz. Genau, das mit dem neu besetzten Gebiet und da landen, daran habe ich gerade eben auch gedacht, das könnte durchaus problematisch werden. Ja. Warum lehnst du mich ab? Hey, weil Hotshine wahrscheinlich draußen ist oder so. Keine Ahnung. Moment, jetzt Hotshine war nicht drin. Und jetzt kannst du anfangen. Stärker als Brite zurück. Nein, warum will ich ein von der KI verficktes Großbritannien spielen? Das haben sich ja sehr viele Leute gedacht und deswegen haben wir keinen Großbritannien-Spieler. Das ist immer ein bisschen das Problem, wenn man mitten in der Runde was besetzen möchte. Naja, aber... Wenn ich einfach KI ausstellen. Liebe. Einfach einen Spieler reinsetzen und KI ausstellen. Ja, wir haben doch keinen Spieler, um es reinzusetzen. Ja, der kann aber joinen, danach hotjoinen und in sein eigentliches Land gehen. Dann wäre keine KI in England drin und dann würde die englische KI auch keinen Unsinn machen. Hätten wir aber mit der Hälfte der Völker erstmal im Rücken in 2-3 Hotjoins. Wieso? Ein einziges Land. Nein, das ist wie gleich. Ja, du, für dich ist ein Land wichtig. Jetzt wenn man halt, für uns wäre zum Beispiel jetzt Portugal natürlich nicht so essentiell wie für dich Großbritannien, aber für uns wären andere Länder wichtig. Und so ist für andere Länder andere Sachen wichtig und so weiter und so fort. Das ist halt, da kommt man sonst wohin irgendwann. Es ist ja nur wichtig, dass die KI in einem Land keinen Portugal ist eine wichtige. Es war halt ein bisschen schwierig, dass der Engländer gesagt hat, jo, ich komme in einer halben Stunde wieder und dann ist er nicht wieder gekommen. Ja, könnt ihr bitte davon aufhören? Bibis? Schatzis? So, sehr schön. Moment, wir müssen gar keinen Krieg gegen Österreich erklären. Ich kann es über den Fokus machen. Ich weiß, dass ich zu der Armee hier 72 Einheiten hinzufügen könnte. Obwohl, dafür bräuchte ich aber halt erstmal 72 Einheiten. Und die habe ich nicht. Wahrscheinlich nicht mal in Summe. So, habe ich noch irgendwas Sinnvolles, was ich erforschen kann? Ja, Reinforced Raid. Sind die Frontbreiten im Spiel eigentlich normal oder sind die angepasst? Die sind normal. Okay, gut, weil ich hab mal einen neuen Livestream angeguckt, hat dann auch einen ersten Weltkriegsmod gespielt und dann hat der seine. Hat der 30er Division gebaut, nicht so, also 30er Frontpart, ich so, hab ich mal gefragt, so, was tust du da? Meint er halt, jo, es ist in der Mozzo. Deswegen wollte ich mal lieber nachfragen, bevor ich jetzt hier irgendwas falsch mache. Du hast 67, ja gut, danke. Also habe ich keine 72 Einheiten. Jetzt haben wir den Kirchen wieder. Sind alle glücklich. Oh, Paradox, ihr scheiß Leute, die keinen Multiplayer hinbekommen. Bist du schon wieder rausgeflogen? Ja, hatte gerade einen Crash. Uff. Ich würde mich um Benelux kümmern, was die Garnisonierung angeht. Perfekt, gut, weil dafür habe ich keine Kapazitäten. So, ist die Frage, was machen wir als nächstes? Österreich angreifen und dann über Österreich nach Italien, oder?
Ganz im Ernst, ich sehe das einfach nicht so gerne, dass Bayern zu Österreich gehört. Ich möchte, dass das aufhört. Letztes Mal fandest du es noch gut. Ja, natürlich fand ich es gut. Es war auch lustig, aber jetzt sind wir hier mitten im Krieg. Jetzt wird's ernst. Ich würde jetzt auch nicht im Nachhinein sagen, wir hätten das so nicht machen sollen. Ich will es nur zurückerobern. Es ist schön, wenn man sich die Videoreihe anguckt, so, keine Ahnung, Part 13. Boah, geil, du hast Bayern annektieren lassen an Österreich, wuhu. Part 14, ich hasse dich dafür. Es gibt garantiert in der Historie mehr als genügend Fälle, wo irgendwelche Leute irgendwelche Frieden diktiert haben und gesagt haben, jo, jetzt macht er das so, und danach haben sie sich drüber aufgeregt. Jeder Frieden. Ja, wenn ich so gerade drüber nachdenke, du hast schon recht. Ein Frieden ruht darauf, dass der Gewinner dem anderen irgendwas vorschreibt, was er ja, aber der Gewinner das im Nachhinein nicht geil findet, was er dem Verlierer vorgeschrieben hat, was im Nachhinein dann doch nicht so geil war. An Indien. Ja, zum Beispiel. Papierschrift, du wolltest Österreichs? Günther LP, ich werde nicht an der italienischen Grenze angreifen können. Das ist alles nur Gebirge. Da komme ich nicht durch. Keine Chance. Ja, natürlich ist es sinnlos, dass die Franzosen streiken, während ihre Regierungen Marxisten sind. Wir haben schon gesagt, wahrscheinlich streiken da halt aktuell die Anarchisten oder so. Anders können wir uns das nicht erklären. Ich muss schon sagen, das geht definitiv als der größte Streik der Geschichte ein. Na, nee. Ist jetzt nicht so groß. Aber ich mag sie. Uff. Okay, das Europa sieht richtig gut aus. Wir haben übrigens, so wie erwartet, ganz Afrika verloren. Aber das war auch, hätte man nicht halten können. Wie lange geht die Mod? Gute Frage. Also mein Fokus ist durch bis 1924. In die Forschung, so grob zumindest. So, jetzt bitte sag mir, ich habe hier Infanterie-Experte. Nein, wie viel fehlt mir noch? Oh, die Hälfte. Uff. Rennt ihr beim Österreich einfach durch? Okay, wo kann ich meine Truppen am besten einsetzen? Also meine 14 offensiven Einheiten. Alec? Pin hier. Ah. Volksverräter. Rainer. Volksverräter. Papierschiff lieber sagen. Ja, stimmt, Papierschiff kann das besser. Streit der Kapitalisten finanziert von den USA. Ja, das kann sein. Das ist bestimmt die CIA, die dahinter steckt. Also wieder durchkommen. Das sind halt nicht unbedingt schlechte Divisionen. Lol, Overrun. Ich sehe schon, nicht unbedingt schlechte Divisionen, ne? Erstmal die Italiener überrennen im Gebirge. Ja, also jetzt ist die deutsche Wirtschaft fast so groß wie die russische. Ich frage mich, wie lange sie den Spaß mit der Besatzung noch mitmachen. Du meinst, irgendwann mal ist Deutschland stärker als du und dann besetzen die dich? Das wär's jetzt. Wir haben eine ganz neue Art von Bürgerkrieg. Papierschiff sagt auf einmal trollololololol und tritt den anderen bei. Wie heißt jetzt eigentlich deren Bündnis? Okay, wir hatten doch irgendwie, die hießen doch ganz komisch zwischendurch mal. Übrigens, wir haben, glaube ich, ein bisschen zu viele Truppen in dem Gebiet. Wir haben gerade eben so ein bisschen auf. Gibt zu viele Truppen irgendwo? Ja. Wobei, es geht eigentlich noch, oder? Ja, gut, hier haben wir ein bisschen arg. Ja, ich zieh mal die Truppen eine Provinz weiter hoch. Ey, das finde ich so ärgerlich. Ich habe jetzt endlich das mit der Versorgung halbwegs gecheckt. Und auch das mit generell das Kampfsystem und so weiter. Und jetzt mit dem neuen Update machen die alles kaputt. Und ich muss alles neu lernen. Nief. Ja, aber was mache ich hier eigentlich? Ah ja, okay. Ah, bessere Idee.
Das muss ich halt aufpassen. Also sobald wir hier weiter sind, ziehe ich da mal Truppen nach. Aber ihr seht ja hier, dass die Versorgung schon echt eng ist. Da macht es keinen Sinn, nochmal 7 weitere Truppen reinzuziehen. Zumal ich die Einheiten hier nicht sonderlich effizient benutze. Also ich sollte erstmal die, die da sind, sinnvoll benutzen. Du hast keine Logistikkompanie in deinen teuren Divisionen. Ich könnte tatsächlich eine Logistikkompanie in meine teure Division packen. Aber wenn ich sie erforscht hätte, was ich vielleicht noch tun sollte. Ja gut, danke für den Hinweis. Vielleicht solltest du deine gute Artillerie lieber an hier der... an der Grenze benutzen. Weiß nicht, ob das was bringt, oder? Ne, hier ist ein bisschen überladen. Ja, ja, schon, aber ich meine, ich zieh mal 7 Stück, zieh ich mal raus. Achso, das ist aus dem nächsten, ist die French Commune. Toxio, ich habe das mitbekommen. Das mit Spanien weiß ich noch nicht. Wie erwähnt, es ist ziemlich schwierig, da durchzukommen. Ich bin eigentlich froh, dass wir überhaupt irgendwo bis jetzt Fortschritte gemacht haben und auch Italien läuft erstaunlich gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Das sind Papierschiffsdivisionen so. Ja, Papierschiff, was brauchst du eigentlich nur für Divisionen? Ist das irgendwie so ein Paradox hardcoded, wenn du eine Nation spielst, dann haben die Divisionen so 20% mehr Soft-Attack oder so? Naja, irgendwas wird schon sein. Daran lügt's, ne? Na, aber jetzt nicht. Ich habe Kontakte zu Paradox. Ey, warte mal, ich müsste doch deine Division sehen können, oder? Ne, ich sehe deine Division nicht. Na, ist doch, der Heiko bekommt immer die DLCs vorab. Ja. Ja, aber das läuft ja nicht über Paradox, das läuft über eine Marketingfirma. Also Heiko, früher lief es tatsächlich über Paradox. Eigentlich alle Divisionen aus Südtirol rausziehen, ja. Das sind so 60 von 20. Nachdem. Ich sehe schon, ja, meine Divisionen sind unnötig. Bisschen. Aber er hat's ja nicht so gemeint. Ich muss ja auch ein bisschen rausziehen. Weißt du, die einzigen Ressourcen, die ich irgendwie bekomme, ist, wenn wir Gegner besiegen. Und ich von denen irgendwelche Artillerie oder so bekomme. Dann ab in die Schweiz. Ja, ich weiß nicht, ob eine Invasion der Schweiz sich wirtschaftlich lohnt. Doch. War das nicht so quasi im Kern die Strategie der Schweizer, dass es einfach so teuer wird, bei denen einzumarschieren, dass es sich nicht lohnt? Erstens das und zweitens halt die Nazis so hart wirtschaftlich abhängig zu machen, indem die einfach alles kaufen, was die Nazis ihnen vorsetzen, dass es sich nicht lohnen würde, einzumarschieren. Ja, Elek, hast du was zu deiner Rechtfertigung zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Wir machen es jetzt wie die ganzen Idioten, die Luisa Neubauer angekackt haben. Und Elek, wie kann es nur sein, dass deine Großeltern deutsches Zeug gekauft haben? Meine oder Urgroßeltern. Großeltern waren deutsch. Uff. Das sind deutsch. Das ist ja noch schlimmer. Wie kannst du nur so in einer deutschen Familie sein, du Nazi? Du weißt doch, er ist Schweiß, deswegen unterliegt er systematischem Rassismus. Ich meine, wenn es danach geht, dann hätte ja während der Regierung von Obama hätte es in den USA de facto keinen weißen Rassisten geben können. Und ja, das ist Schwachsinn, das ist mir gerade auch bewusst, aber ich finde diese Theorie nur so unglaublich dumm. Aber ja. Rassismus geht ja auch nur in eine Richtung. Natürlich. Wer behauptet, dass es auch Rassismus gegen andere Ethnien als die gängigen gibt, nee, der also ist Rassist. Also eigentlich alle anderen, die nicht europäisch sind, obwohl die Europäer theoretisch sogar die Minderheit der Welt sind. Ja, wir sind halt einfach, weißt du, wir sind die, die in Unterzahl trotzdem Gruppenzwang ausüben. Wir ballern uns halt in unser Gebirge und dann kommt keiner an uns ran. Und dann hauen wir zurück. Ich finde übrigens die Frontlinie gegen den Osmanen so geil, die ist so minimal lang. Echt? Echt? So, ich bin Russland und kann die Front nicht halten. Ach, es ist lang. Nein, ich meine, ich muss halt nur so, keine Ahnung, 3000 Kilometer Frontlinie halten. Ja. Beat Schnabel, ich kann gerade so meine Armee versorgen. Okay, ich kann vielleicht mal aufhören, so viel. Okay, nein, ich produziere de facto. Braucht ihr eigentlich Support-Equipment? Ich habe da nur eine Fabrik drauf. Aber die produziert ziemlich fleißig. Ja, ich bräuchte ein bisschen. Wie viel? Heiko, kannst du das wirklich weggeben? 150. Ja, ich kann das tatsächlich weggeben, weil ich dummerweise nicht erforscht habe, dass ich... Wieso kann ich keine Logistikkompanie? Ah, weil ich die motorisiert nicht erforscht habe. Oh Gott. Ja, Alec. Es wendet sich hier gerade an dir komplett auf. Seine Orga ist überall im Arsch und er frisst sau viele Attrition. Ich auch. Ja, aber mehr bist du. Kannst du nicht mit deinem Dr. Wumme
Was? Wie hat er sie genannt? Wie hat er die Einheiten genannt? Dr. Wumme. Okay, ich sehe leider nicht, wie die Einheiten. Wieso sehe ich nicht, wie die Einheiten heißen? Wie sieht man das? Italien überfordert. Dr. Wumme hält ihn auch. Im Ernst, wo sieht man, wie Einheiten heißen? Man muss einfach nur drüber hovern. Okay, und welche sind es? Einmal pingen, bitte. Na, die so gut durchsprechen können. Ja, bitte einmal pingen. Danke. Ne, bei mir steht. Ah, Dr. Wumme jetzt. Okay, da. Perfekt. Das ist. Ich war blind. Okay, aber gut. Ich würde den. Da habt ihr übrigens. Ah, wunderbar. Das ist ja schön. Dann würde ich den Part an der Stelle beenden, weil es lief ja bis jetzt ganz gut. Und im nächsten Part werde ich versuchen, in Italien durchzumarschieren. Also ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.